Stuttgart beim VfB 2 mit Ärger im Kopf, der woanders herrührt. Beide Aufstiegsspiele und das Pokalfinale sollen innerhalb von nur 6 Tagen stattfinden. Beginnend mit dem Pokalfinale am Pfingstmontag, dem Tag der Amateure. Tag der Amateure. Meiner Meinung nach können wir den ein bisschen umbenennen in Tag gegen die Amateure. Letztes Jahr hat es Elversberg getroffen. Die gehen dann mit solchen Oberschenkeln 3 Tage später in die wichtigsten Spiele der ganzen Saison. Das kann doch nicht das Ziel des Ganzen sein. Aber wir werden es nicht ändern können, weil einfach die Leute zu engstirnig, zu hirnrissig sind, da Alternativtermine für uns zu geben. Immerhin wird nun am Montag darüber verhandelt, dass das erste Aufstiegsspiel um einen Tag nach hinten geschoben werden kann. Aber dahin muss der FCS ja erstmal kommen. Es sieht gut aus, aber noch ist nicht sicher. Und so muss Saarbrücken heute schlicht gewinnen. Frank Grundtefer. Und er hat's gestern noch mal ganz deutlich gesagt, wir müssen jetzt anfangen, zu Null zu spielen. Saarbrückens Keeper Batz, sind es zu viele Gegentore in letzter Zeit. Also hinten sicher stehen bitte und vorne mit der gewohnten FC-Power, voller Attacke. Und schon nach 2 Minuten, Achtung, dieser Fehler von Stuttgarts Kreuz und Schmidt. Schmidt auf dem Weg zum 0-1. Oh, den kann man schon mal machen. Patrick Schmidt, erster Liga-Einsatz nach seinem Außenbandriss vor 22 Tagen. Da müssen die Füße noch mal etwas genauer justiert werden. Aber der FC zündet die Triebwerke gleich von Beginn an. Nächste Möglichkeit. Behrens. Der macht's mit Mendler. Und wieder Behrens. Ach du meine Güte, was macht der denn da? Ja, sowas habe ich selten gesehen. Den versenkt er sonst barfuß und mit ungeschnittenen Zehennägeln. Keine Frage, nach 3 Minuten muss es hier 2-0 für Saarbrücken stehen. Schmidt und Behrens sonst mit 500 PS unterwegs. In den Anfangsminuten mit 2 Fehlzündungen. Der VfB im Hinspiel mit 0-5 abgefertigt. Ich will jetzt auch mal. 4. Minute geht schnell. Saarbrücken hat Probleme mit dem Zugriff. Asano und Batz. Und hier zeigt das an, ich war nicht mehr dran. Stuttgart mit dem ersten Gruß aus dem FC Strafe. So, und jetzt muss Marlon Krause verletzt raus. Für ihn übernimmt Oschgenat auf der Innenverteidigerposition. Der FC muss sich neu orientieren im Abwehrverband. Aber das Duo Zellner-Oschgenat hat schon oft zusammengearbeitet. Trotzdem, die ganz klaren Aktionen fehlen im Spiel des FC. So, hier kann aber jetzt mal Fasnacht für Ruhe sorgen. Der lässt sich aber düpieren. Asano auf Sessa. Und Sessa gegen Oschgenat. 0-1. Mann, Mann, Mann. Stuttgart macht Daniel Batz Pläne zunichte. Wieder nix mit zu Null spielen. Und wieder so eine Schlampigkeit. Trainer und Team hatten gestern noch ausgerufen, genau solche Dinge zu verhindern, gerade im Hinblick auf die Aufstiegsspiele. Aber der Tabellenführer spürt die lange, harte Saison. Unkonzentriertheiten immer wieder stark gelöst von Sessa. Batz ohne Chance. Und der bittere Gegentreffer nochmal. Fasnacht mit dem Blackout, Asano per Hacke. Und dann Oschgenat. Mit dem Wackeldackel gegen Sessa, 11. Saisontreffer des besten VfB-Stürmers. Saarbrücken mit dem Rückstandsschmerz. Ja, der Klottner in der prekärsten Saisonphase bislang, die erste Halbzeit seiner Mannschaft. 3 wuchtige Anfangsminuten, dann ist's mau. Fasnacht mit einer Schanke, halb Schuss, halb Flanke. Der Tabellenführer liegt zur Pause 0-1 hinten. War sicher nicht der Plan. Richtig agil, wenigstens die Fans. 2. Hälfte, Daniel Batz ist bereit, noch mal einklopfen. Und jetzt Achtung, hier ist er ein Fliegenfänger. Das ist der klasse Keeper, ansonsten beileibe nicht. Der FC jetzt deutlich präsenter. Sprung in die 57. Minute. Und jetzt Saarbrücken auch konstruktiv und kreativ. Mendel, Spiel auf Zeitz. Und der Kapitän, er macht 1-1. 3. Saisontreffer für Manu Zeitz. Brutal wichtig kann dieser Treffer sein. Die Stuttgarter Abwehr wirkt narkotisiert. Schmidt greift nicht ein, darum kein Abseits. Markus Mendler mit Auffassungsgabe und zartem Fuß. Zeitz sammelt weitere Likes. Es ist kein überragendes Spiel des FC, aber eine deutliche Steigerung. Behrens. Schmidt verpasst. Und dann Mendler.
mit Perdedai ist Halbgar. An Tagen, an denen nicht alles klappt, muss auch mal ein Unentschieden reichen, ist doch kein Beinbruch. Stuttgart darf aber auch noch mal ein bisschen mitkicken. Und da brauchst du keine Brille, um zu sehen, dass Saarbrücken nicht eng verteidigt. Viel zu weit weg da, dann kommt Sessa. Sessa, oh, bumm, da ist es passiert, 74. Minute. Wer so eingeladen wird, der geht auch durch die Tür. Eine Mannschaft ohne Bock auf Abwehrverhalten. Und die große Frage, was bedeuten diese Bilder für die Aufstiegsspiele? Kann Lottner und sein Team diese Schwächen denn in den Griff bekommen? Und dann Rot auch noch für Obernosterer, der war eingewechselt an seinem 28. Geburtstag hier. Viel zu heftig der Einsatz, seitlich von hinten. Ja, Zitat an die Breme, hast du Scheiße am Fuß. Hast du Scheiße am Fuß, die letzten 8 Minuten Saarbrücken nur noch zu 10. Und so wird das heute auch nichts mehr. Die letzte Chance lässt Dausch liegen. Der Tabellenführer verliert 1:2. Es wird den Gegnern aktuell zu leicht gemacht. Die schießen zweimal aufs Tor, der Ball ist zweimal im Tor. Ja, was soll ich sagen? Wir kriegen zu viele Gegentore. Aber das habe ich schon auf der Pressekonferenz gestern gesagt. Und ja, mit der Einstellung geht das nicht. Ich denke, wir hatten das Spiel im Griff. Wir hatten auch die Chancen, um das Spiel hier zu gewinnen. Und ja, es ist momentan einfach eine scheiß Phase und wir müssen jetzt da rauskommen. Klar ist aber, wenn du solche Dinger hier machst wie Behrens, dann darfst du dir hinten auch mal einen fangen. Machst du sie nicht wie heute, dann gibt es Redebedarf. Noch besteht keinerlei Grund zur Panik. Sorgen machen darf man sich aber schon. Naja, jetzt hat Saarbrücken nach der englischen Woche erstmal 8 Tage Zeit, um den Kopf wieder frei zu kriegen und zu regenerieren. Und nächste Woche Sonntag kommt dann der Tabellenzweite Offenbach. Und hier sind die weiteren Ergebnisse aus der Regionalliga. Wir haben Mainz gegen Stadtallendorf mit 3:0, Steinbach gegen Walldorf 1:1, Ulm schlägt Worms mit 3:0, Hessen-Kassel schlägt Frankfurt mit 2:0. Und Kickers Offenbach, das haben wir ja auch gesehen, unterliegen in Mannheim mit 0:1. Hoffenheim gegen Koblenz spielt morgen. Freiburg, die oben auch noch mitmischen könnten, die haben Spiel frei. Und dann gucken wir mal dahin, wer da überall noch mitmischen kann. Der erste FC Saarbrücken, also immer noch mit 9 Punkten Vorsprung. Aber es sind ja einfach noch ein paar Spiele. Und Mannheim hat tatsächlich auch noch eins weniger, 63 Punkte jetzt, genauso viel wie Kickers Offenbach. Freiburg theoretisch auch noch möglich, wenn alle anderen verlieren und die nur gewinnen, dann können die es auch noch schaffen nach oben. Wie gesagt, Spiel frei. Hoffenheim kommt, die SV Elversberg ist Tabellensechster mit 48 Punkten. Die haben die Saison ja eh schon abgeschrieben und planen im Moment für die nächste. Und dann gehen wir mal nach unten. Die Stuttgarter Kickers mit 33 Punkten, Hessen-Kassel 31, Koblenz hat 29, genauso viel wie der TSV Mainz. Und dann ganz unten Röchling-Völklingen abgeschlagen.